Servus Leute, also ich hatte am Sonntag den Livestream und da habe ich jetzt ein Video rausgeschnitten, das wird dann heute, also jetzt sichtbar sein. Unter dem Video werdet ihr einen Link haben, wo ihr den kompletten Livestream euch anschauen könnt. Ich muss mich jetzt entschuldigen, wie gesagt, es war so ein Test-Livestream und ich habe das Ganze nicht direkt auf meinem Laptop aufgenommen, sondern über YouTube runtergeladen und deswegen ist die Bildqualität sehr schlecht. Tonqualität ist auch nicht die beste. Wie gesagt, es war erstmal ein Test. Es wird in Zukunft auf jeden Fall besser werden. Also viel Spaß. Und da will ich jetzt auch schon zu dem Video kommen, was wir uns anschauen. Ich habe ja vorhin, ist es ein bisschen geleakt. Ihr habt gesehen, dass es da um den Macker mit dem Bagger geht, den YouTube-Kanal. Ich gehe mal kurz auf seinen Kanal. Ihr seht es ja jetzt. Ich bin vor kurzem auf seinen Kanal gestoßen. Erstmal, ich hab überhaupt keinen Plan gehabt, wer er ist. Ich habe einfach dieses Video, dieser Ausraster, ich habe das Video jetzt mittlerweile schon wirklich jetzt ungelogen 5-6 Mal mir angeschaut und ich weiß nicht, wie viele Personen ich das geteilt habe, weil das ist einfach, ich schaue mir das Video an und denke mir, Alter, das ist genau das, was ich da immer erlebe in dieser Branche mit den LKW, weil das ist ja überall so, der macht mit Bagger, nicht mit LKW. Fakt ist einfach, dass alle, die Angestellte haben, ich weiß, ich will auch hier nicht schönreden, dass alle Arbeitgeber die Besten sind oder so. Also ich weiß gar nicht jetzt der Macker mit dem Bagger, vielleicht hat das Video mir auch jemand von euch geschickt, da will ich mich auch nochmal bedanken, kann gut sein, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Und wir werden jetzt, ich weiß nicht, ob er mir das Video irgendwie sperren kann oder wird, ich hoffe nicht. Ich habe da eigentlich auch nur was Positives, was ihn angeht, zu sagen. Schauen wir uns jetzt das Video einfach zusammen an und dann werden wir später noch ein bisschen plaudern. Also das ist hier das Video. Wartet mal. Ja, noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt den Ton gut hört. Ich lasse mal ein bisschen kurz was vom Video. Und ihr sagt mir, ob ihr das gut hören könnt. Ich kann da nämlich nichts verstellen. Oder ich kenne mich nicht aus. Also ich weiß nicht, wie ich da was verstellen soll. Da muss ich dann mir für nächstes Mal Gedanken machen. Aber erstmal jetzt schauen wir, ob ihr überhaupt hört, um was es da geht. Die Fresse schon wieder dermaßen voll, Alter. Also jetzt könnt ihr mir dann mal kurz schreiben, ob man das ist bescheiden. Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt irgendwie besser machen kann. Vielleicht, wenn ich jetzt das Mikro hier ein bisschen drehe. Egal, also ihr werdet es hören. Ich muss dann mal schauen, ob ich in Zukunft was machen kann, was den Ton angeht. Also jetzt ist es halt so und ja. Ja, kommt ja auch aus den Boxen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also auf jeden Fall schauen wir uns das an und viel Spaß. Wie gesagt, der Mensch ist, ich finde ihn einfach nur genial. Hört euch mal seine Worte an. Es ist einfach, ja. Nur Schrott, ich würde mich schämen, wenn ich mich bewerben würde, Alter, mit so einer großen Fresse, wie sich die Leute hier vorstellen. Die können nichts, gar nichts. Setzen sich auf den Bagger wie der letzte Mensch, Alter. Wenn du einen Affe in die Giftspritze gibst, Alter, und setzt ihn auf den Bagger rauf, dann kann er die letzten 10 Sekunden dreimal so gut baggern, wie die Vollidioten, die sich vorstellen. Also, aber das ist wirklich so. Ihr könnt euch auch gerne, ich werde jetzt das Video auch dauernd unterbrechen, ich werde unten später auch seinen Kanal verlinken oder das Video verlinken. Der Mensch ist, wie gesagt, das ist einfach, das ist genial. Das ist, also wenn man Affen eine Giftspritze gibt, der würde in den letzten 10 Sekunden seines Lebens besser baggern. Das ist genau das habe ich ja mit den Fahrern dauernd. Da kommt jemand, ja,
Ja, ich fahre schon 20 Jahre und so, und der ist so blöd zum Fahren. Das ist einfach nur, Wahnsinn. Ich habe so keinen Bock mehr, weißt du das? Normalerweise den ganzen Schrott verkaufen, die ganze Scheiße. Die saugen dich alle aus, Alter, wie so ein Blutsauger. Die ganze Kacke verkaufen den Schrott. Geh als Angestellter los, Alter. Dann kommst du heute, dann kratzt dir das linke Ei, schmeißt einen gelben Schein rein, liegst zu Hause, lässt dir einen Blubber von der Alten. Gehst du deinem Chef, ja, ich brauch dies, das Auto fährt dir nicht gut, das ist Schrott, das ist Scheiße, heute verpenne ich mal. Also genau das ist das, das kann eigentlich, glaubt mir, wer nicht Arbeitgeber ist, der wird es nicht verstehen. Also du wirst vielleicht verstehen, ja, was er so sagt, aber glaub mir, wenn du das nicht gefühlt hast, selber nicht probiert hast, dann wirst du nicht verstehen, was ich damit meine und was er damit meint. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn heute mit Angestellten. Mein Gott, wenn wir Selbstständigen eine Woche so arbeiten würden wie die ganzen Vollidioten, die zur Arbeit fahren, Alter, oder die meisten, die nicht zur Arbeit fahren, die guten haben ja Arbeit, die Vollidioten, die sich bewerben, Alter, dann hätten wir morgen nicht. Genau darum geht's. Das ist ja das, was ich immer sag. Der gute Fahrer, der hat ja schon seine Spedition, der arbeitet schon. Es kann natürlich sein, da sagen viele, wenn ich was irgendwie was sag, dann schreiben viele drunter, ja, aber ich bin schon so und so und so und so, und dann hat meine Firma ist dann pleite gegangen. Es kann passieren, aber glaubt mir, das ist in 3-4% sind vielleicht auf dem Arbeitsmarkt, die wirklich was wert sind, der Rest ist Müll. Und das Beste ist, die denken wirklich, die wären die besten Fahrer. Das ist Fakt. Einen Job mehr, da würden wir nicht mal mehr drei Platten legen. Nee, vergiss es, Alter, weißt du? Die sehen natürlich, ich brauche mehr Geld, ich brauche ein neues Auto, mein Auto, ich habe dieses Jahr, guck nicht nach Öl, Rüttler kaputt, 2000 Euro Schaden, der Bagger ganze Arsch zerkratzt, Euquick-System, HSR kann normalerweise das Auto hinstellen, Zelt aufschlagen, wir können alle 3 Tage neue Buchsen machen, neue Schläuche machen. Ich begreife das nicht. Und du drehst dich im Kreis wie ein Vollidiot und versuchst irgendwie Kohle zu verdienen und die Leute am Leben in der Firma zu halten. Ich habe die Fresse so voll gerade, Alter, weißt du das? Ich mir steht das bis hier, Alter, weißt du? Die ganze Scheiße weggeben, den ganzen Schrott, geh als Angestellter los. Oder auf dem Ponyhof, mein Pony reiten mit Kindern für 3 Euro. Mein. Aber hey, ich habe, wo ich mir das erste Mal das Video angeschaut habe, ich habe mir nur gedacht, ey, das Video hätte ich genau so machen können. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und das ist einfach, Fakt ist, das ist einfach nur alles Erziehung. Ich sag mal so, schon bei meiner Generation hat es irgendwie angefangen, und die heutige, das ist totale Chaos-Generation. Das sind einfach, das ist, weißt, ich sehe es an meiner Bäckerei. Im Sommer suche ich immer an so angestellte Studenten oder so. Die kommen dann 2 Tage und am dritten Tag kommen die überhaupt nicht. Die sagen nicht, wie ich komme nicht morgen, sondern die kommen überhaupt nicht. Die müssen nur Brötchen in eine Schachtel tun. Also Brötchen in eine Schachtel tun. Fangen um 6 Uhr an und sind um 2 Uhr, 14 Uhr fertig, also 8 Stunden Arbeit. Und werden nach Stundenlohn bezahlt, Überstunden werden bezahlt, wenn es welche gibt. Und die wollen nicht arbeiten. Und dann rufst du an, hey, wo bleibst du? Und dann meldet sich der Vater und sagt, weißt du was? Also meine Tochter oder mein Sohn hat mir erzählt, wie es da zugeht, und wir brauchen sowas nicht im Leben. Mein Vater, wenn ich dem was zu Hause gesagt hätte früher, der hätte mir noch einen Fußtritt gegeben und gesagt, lauf da hin und arbeite, du dummes Arschloch. Das hätte er mir wirklich so gesagt. Und heutzutage, nee, mein Kind, wir haben ja ein Dach über dem Kopf, wir haben ja was zu essen, du musst nicht arbeiten, das musst du gar nicht, das musst du gar nicht. Also, was machst du aus deinem Kind? Ich sag das ja immer, wenn du deinem Kind jedes Bonbon, das musst du mal so sehen, jedes Bonbon, jedes Spielzeug, was du deinem Kind gibst, machst du aus diesem Kind einen bisschen dümmeren Menschen. Ich weiß, es klingt brutal, ist aber so. Geh mal wieder weiter zu dem Macker mit dem Bagger. Nochmal, ich krieg Magenschmerzen, Bluthochdruck kriege ich, weißt du das? Mein Gott, Alter! Ey, das ist nicht normal. Und die haben nur ihre Sorgen. Ja, ich muss mit der Bahn zur Arbeit fahren, ich muss dies, ich muss da. Was musst du in einer anderen Firma, Alter?
Mein Gott, ja, mein Firmenwagen, oh, der läuft nicht richtig. Ja, dem, oh, die Maschine, eine Stunde noch, dann ist Service. Ja, was willst du mit Service, du Schwachkopf, wenn du eh nur 10 Minuten dran bist? Weil ich lieber auf meinem Handy rumspielen. Ich hab die Fresse, ich hab Listen gemacht, Alter. In einer Stunde muss der Bagger zum Service. Ja, was nützt dir eine Stunde, wenn du sowieso nur 10 Minuten arbeitest? Das ist ein, da glaub mir mal dran, weißt du das? Die Leute, du bewerben sich da, ich hab gedacht, ich höre nicht, da fallen noch durch den Blitzer, weißt du? Klau dir eine Stunde von deiner Zeit, Alter. Dann, jetzt ist auch noch Stau. Ich glaub es nicht. Guck mal hier. Ich kann nicht mehr. Ich glaub es nicht. Meine Fresse, bist eh schon zu spät, weil du durch die verfickte Stadt nicht kommst. Meine Fresse. Du Spassi, dringen dir noch davor, du Wichser. Kein LKW-Fahrer vorlassen, weil du Wichser, du. Der ist definitiv nicht werbefreundlich. Erstmal klauen sie dir Zeit. Ja, eine Stunde. Erzählen dir, was sie für geile Hengste auf dem Bagger sind. Darum suchen die auch Arbeit, weil sie so toll sind. Dann kommen sie an, dann machen sie Gehaltsvorstellung. Da hab nicht mal ich im Monat. Und wollen natürlich einen Fernwagen und noch eine Tankkarte und für die Mutter eine Tankkarte und für die Schwester und für den Sohn, weil die müssen ja auch alle fahren. Und ey, dann hast du da schon Zeitdruck. Dann fährst du zur Kasperstunde. Dann hörst du dir da das Gesabbel an. Dann fährst du in den Stau rein, wo du 3 Stunden stehst. Dann stehst du hier, wo nichts mehr geht. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, was diese ganze Staugeschichte in Deutschland angeht, Leute, müsste ich so jeden Tag zur Arbeit, das ist einfach, ich weiß nicht, ich könnte das einfach nicht, glaubt mir, jeden Tag irgendwie eine Stunde, ich habe das früher gemacht, wo ich da diese Post und so gekutscht bin in Deutschland. Ronny Kubis, der ist total am Arsch. Nee, der ist nicht total am Arsch, der ist einfach genervt. Ich weiß nicht, warum könnt ihr das nicht verstehen? Der Mensch hat eine Firma aufgebaut, der hat Bagger, der hat Mitarbeiter und der hat da von den Mitarbeitern reicht, wenn du 2 komplette Vollpfosten hast und wenn er nur 2 Vollpfosten hat, dann ist er ja schon gut. Dann passt ja bei ihm schon alles, weil das ist ja nicht viel. Ihr müsst euch vorstellen, der macht dir den Bagger kaputt, der denkt, der wäre der Beste, genau das, was er sagt. Nein, er ist nicht total am Arsch, er ist einfach jetzt hier genervt und ich kann ihn voll verstehen. Er ist losgefahren, zum Termin, hat ein Problem an der Baustelle, weil ihn einer irgendwie ein Problem gemacht hat und dann ist er noch durch einen Blitzer gefahren. Und nein, er ist nicht am Arsch. Das ist tagtäglich, wenn du selbstständig bist und Angestellte hast. Wenn du selbstständig bist und keine Angestellte hast, wo ich früher meine Wohnungen gebaut habe, dann war ich selbstständig, hatte keinen einzigen Mitarbeiter. Ich habe alles Subunternehmer genommen, alles extern gemacht und ich habe einfach nur gelebt wie Gott in Frankreich. Ich konnte den ganzen Sommer auf meinem Boot rumfahren. Und jetzt wenn ich auch mir jetzt ein Boot kaufen würde, was soll ich machen mit dem Boot im Sommer? Was soll ich machen? Mir das anschauen von außen. Also wer den nicht versteht, der ist im Arsch. Glaubt mir, wer den nicht versteht, der ist im Arsch. Ich glaub das alles nicht, Alter. Ich werd geisteskrank, ohne Scheiß. Das sind noch 2 Jahre, dann kannst du mir eine Klapse einweisen, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, weißt du das? Ja, lass mich bloß nicht rein, Das Staufest hinter mir dauert noch länger. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Mir steht das bis hier oben, ehrlich. Ich finde den Menschen genial. Guck dir das an, alles rot. Egal wo du hinfährst, rot. Alles rot. Und so U-Bahn-Ticket musst du dir kaufen oder was. Ich begreif das nicht, weißt du das? Meine Fresse, Alter. Weißt du, das ist einfach nicht normal, Alter. Es ist... Die Leute bewerben sich mit... Ich verstehe nicht, wie man sich so bewerben kann. Weißt du, das tut mir leid. Ronny. Du fragst, wie lange wird er das noch mitmachen? Glaub mir, eine Sache habe ich gelernt. Ich bin nämlich genauso wie er. Ich platze genauso wie er. Ich glaube, dass solche Menschen länger leben als die, die einfach alles in sich rein schmeißen, drinnen in sich selber verarbeiten. Das ist, glaub mir, noch viel, viel schlimmer,
als wenn du es einfach rauslässt, 15, 20 Minuten explodierst und danach ist alles wieder gut. Nein, das ist so. Aber wie kann man sich so bewerben? Ich verstehe es nicht, erklär das mir bitte. Das kann doch nicht sein, das ist so viel Arbeit da. Du hast einen eigenen Bagger, du hast ein Auto. Gutes Arbeitsklima, vernünftiges Geld. Die denken, die setzen sich auf den Bagger. Die setzen sich auf den Bagger und denken, die gehen mit 5 Schleifen netto im Monat nach Hause. Ich begreife es nicht, ich verstehe es nicht. Ja. Und können nichts. Ja, mach mal da mit, zieh mal Plan. Ja, da ist ein Tiefenlöffel dran. Du sollst nicht 1000 Quadratmeter Plan ziehen. Du sollst mal über den Schotter ziehen. Mal gucken, was für ein Feingefühl. Aha. Dann hau da drauf rum. Ich sag, du sollst den Schotter nicht totkloppen oder kleiden. Du sollst den Schotter nicht totkloppen. Ich meine, wer den nicht genial findet, der hat echt ein Problem. Der hat echt ein Problem. Das ist schon BMG, sag ich, 032. Da sollst du kein 015er draus machen. Ach so, ja, aha. Ja, aha. Ja, was bist du so gestresst? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab Blutdruck, ich bin fertig mit der Welt, runter mit der Bereifung. Kann doch nicht sein, Alter. Hast so viele Aufträge und ich begreif es nicht. Ich schwör's euch, ich begreif es nicht. Und dann rufen die Kunden noch an, alle mit ihren 300-Euro-Aufträgen und sagen, ja, wo bleibt mein Angebot? Was willst du für ein Angebot? Ich hab dir gesagt, 350 Euro für 3 Stufen. Die kloppen wieder eben rein und gut ist. Ja, aber dann muss ja auch geschildert werden mit Beton und nicht, dass ich einfach die Stufen legen. Was denkst du denn für 350 Euro, was wir machen? Denkst du, da kommt Türm und baut einen Kran auf und heben wir die Stufe übers Haus, oder was? Soll die vergoldet werden, die Stufe? Was willst du? Ach so, ja, ja. Mein Gott. Naja, das ist genial. Aber ich kann das so nachvollziehen. Das ist bei mir mein Großhandel. Ich habe über 200 Kunden momentan. Glaubt's mir, die größten Probleme hast du mit den kleinen Kunden. Die größten Probleme hast du mit den kleinen Kunden. Der hat immer, weil der ist gestresst, sein Job läuft nicht, seine Arbeit läuft nicht. Dann, er sucht dann überall, anstatt an sich einen Fehler zu suchen, sucht er halt bei mir, der ihm das Fleisch bringt oder der ihm die Brötchen bringt oder der die Cola fährt, ist schuld oder was auch immer. Aber nee, auf keinen Fall ist es bei ihm. Das Problem liegt nicht an ihm, kann nicht an ihm liegen, kann einfach nicht. Es sind alle anderen schuld. Bei den großen Kunden hast du keine Probleme. Bei denen läuft es, die arbeiten gut, verdienen gutes Geld, wissen, dass auch ich damit beitrage mit guten Brötchen, guten Produkten, gutem Fleisch. Ich kann ihn komplett verstehen, komplett. Die verstehen sich. Und dann machst du ein Angebot fertig, das ist noch besser. Dann machst du ein Angebot, bitte, Puppe. Dann machst du ein Angebot fertig, dann hörst du 4 Wochen nichts von denen. Und dann schreibt sie irgendwann mal, was ist denn jetzt? Soll die jetzt kommen, soll die nicht kommen? Ja, bestell mir das Material. Ja, gut, dann muss ich aber die Kohle dafür schon mal haben. Weil ich ganz genau weiß, ich bestell das Material und dann höre ich von dir nichts mehr und dann stehe ich da wie Robert in den Erdbeeren, Alter. Robert in den Erdbeeren. Danke. Oh, Gio, du bist der Beste. Nee, jetzt guck dir das an. Das geht schon wieder nichts. Ich will ja die Spuren dicht machen. Dann noch besser, dann fahr ich eben durch den Blitzer. Jetzt hören wir das. Erstmal der Baggerfahrer, der mir Zeit gekostet und einfach Zeit geklaut hat. Dann fahre ich raus aus der Baustelle, aus der Baubesprechung. Ich habe es eilig, weil ich habe hier nur 40 Minuten bis zur anderen Baubesprechung. Und zerteilen, das geht leider nicht. Fahre ich zu der. Dann fahre ich diese verfickte Landstraße, diese Stadtstraße, was das da ist. Ich komme nicht auf den Scheißnamen jetzt. Fahre ich da durch. Ach, wer hätte gedacht, da stand ein Blitzer. Völlig in Gedanken, mit 55 Tempomat, das 30 erlaubt, buff, durch. Ich glaub's nicht, Alter. Jetzt kommen die Spaß, die schreiben mir wieder Briefe, muss einen verfickten Lappen abgeben. Dann fragt sich der Richter wieder, ja, wie viele Angestellte haben Sie denn? 9! 9! Und dann können Sie ja bestimmt jeden Tag einer fahren. Ja, sicherlich! Genau, das meint der Richter. Warum? Weil der Richter ein Angestellter ist, sein ganzes Leben lang. Er versteht nicht den Arbeitgeber. Das kann er nicht verstehen. Er versteht einfach nur, er ist ja auch angestellt, er ist auch nur ein Sesselfurzer, der einfach das macht, was ihm irgendwie jemand beigebracht hat. Und das ist das, warum, du hast ja 9 Angestellte, warum fährt dich da nicht ein anderer? Ist doch egal, wegen deinem Lappen. Musst dir mal vorstellen. Da können die mich fahren, natürlich. Die anderen 7 schicke ich nach Hause, weil falls noch einer einen Führerschein verliert, dass sie anrufbereit sind. Sag mal, merkt ihr irgendwie noch Meter oder was, Alter? Jag doch lieber Verbrecher, den Spasti, der das Kind vor der S-Bahn geschubst hat. Knall weg die Scheiße. Schmeiß in den Erdhaufen, in den Deich, an der Autobahn. 100% mein Denken. 100% mein Denken. Der das Kind da vor und die Mutter, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie das war,
vor die S-Bahn geworfen habe, ist für mich einfach, das ist kurzer Prozess, da gibt's keine Steuergelder verschwenden an Essen und hin und her. Hier hat einer in Kroatien, LKW-Fahrer, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, hat er ein Mädchen abgeschleppt und hat es dann, ich weiß jetzt nicht, ob vergewaltigt oder wie auch immer, auf jeden Fall, der hat es getötet. Und der lacht dann dauernd vor Kameras und so irgendwie im Gefängnis und so. Nee, tut mir leid. Tut mir leid, das ist einfach, den würde ich einfach nur abknallen. Wenn ich irgendwie, das ist jetzt kein Witz, Leute, das meine ich jetzt todernst. Wenn ich oben irgendwie Staatspräsident oder so wäre, dann hätte ich so ein Kommando, das wären Leute, da, die, von denen wüsste niemand offiziell was. Und die würden einfach solche Menschen, ich würde denen einfach sagen, haben sie es getan? Nein, okay, gut. Wenn sie es nicht getan haben, sie dürfen dann, sie sind ein freier Mensch. Und dann würde ich den einfach irgendwo kurzen Prozess machen. Da muss man, warum soll ein Gefangener hier in Kroatien, kostet glaube ich den Staat 400-500 Kuna pro Tag, das sind 70 Euro oder so pro Tag. Warum soll so ein Vollpfosten 70 Euro pro Tag bekommen von Steuergeldern? Nö. Also da, das ist, mir ist es ehrlich gesagt in diesem Fall, wenn ein Menschenleben weg ist, ist es mir auch egal, ob der irgendwie geistig gestört ist oder so. Also da bin ich wirklich, da bin ich so, ich weiß, da werden sich viele nicht anschließen. Ich habe auch oft unter irgendwelchen Videos, Todesstrafe ist wieder so eine Sache. Weißt du, du kannst ja auch jemand falsch verurteilen, aber ich rede wirklich von Menschen, die es ja auch selber zugeben, dass sie es gemacht haben und dann noch irgendwie vor der Kamera so lachen und denken sich so, weißt du was, ich sitze ja sowieso mein halbes Leben da im Gefängnis oder, weil ein ganzes Leben sitzt ja fast keiner und mir ist es egal. Und genau die würde ich einfach abknallen, wie freiwillig, einfach bang und fertig, gut ist. Mit der Raupe sich mal rüber, Mutterboden, fertig. Nein, da wird ein Prozess gemacht, Alter. Über Leute, die in der Stadt 15 km zu schnell fahren, weil sie was für die Wirtschaft tun. Ja, das geht aber nicht. In der Stadt kannst du nicht zu schnell fahren. Ja. Das ist nicht zu schnell, Mann. 55 Tempomat, weil da 30 ist, weil irgendwelche Anwohner sich beschweren, ich wohne an der Straße, ja. Das ist laut. Dann zieh auf Land, Mann. Kauf den Kuhstall. Ist doch geil. Kuhstall. Zieh auf Land, Mann, kauf den Kuhstall. Nee, die wollen alle cool sein, vor allem jetzt die heute, diese ganzen fancy, schmancy, Eko-Menschen, die ja so voll auf Öko spielen, das wird auch ein Thema für sich sein. Und es ist abends so laut und wir wollen hier 30er-Zone und wir wollen hier dies und wir wollen hier das. Braucht ein paar Kühe, zieh da ein, in Strohbett und gut ist. Nee, Alter, und jeder Scheiß, da wird ein Prozess gemacht und wieder eine Bekloppte, die sich beschwert, weil da steht Bürger und Bürger oder Bürger oder was weiß ich und nicht Bürgerin. Da wird ein Prozess gemacht, weil nicht eine Bürgerin. Wenn die zu mir an den Schreibtisch gekommen wäre, hat gesagt, ja, da steht aber Bürger und nicht Bürgerin. Ich sag, weißt du was, Alter, da wo du reingekommen bist, die zu Hause rauskommen, da steck ich den Knast 4 Monate für den Schwachsinn. Nee, oh, da haben sie aber recht, da müssen wir aber der Sache auf den Grund gehen, das geht aber gar nicht. Da kommen die... Ja, dann dieses Ganze, dieses... Man darf nicht das Wort mit N sagen für Farbige. Man darf nicht, was habe ich jetzt vor kurzem, habe ich da geschrieben bei Instagram. Ich habe wirklich nichts Schlimmes dabei gedacht. Habe ich geschrieben, ich musste in der Bäckerei arbeiten, 2 Tage. Und da habe ich um 3-4 Uhr nachts geschrieben, ich habe Brötchen produziert. Und habe dann reingeschrieben, Arbeit macht F, also frei, ja. Und ja, dann hat mich ein Abonnent hat mich darauf hingewiesen, dass das nicht okay ist. Habe ich das gelöscht. Wie gesagt, aber dieses Ganze, hier in Kroatien gibt es auch so ein paar so Parolen, die man nicht sagen darf. Und Frau muss alles gleich sein. Also ich sag's so, und da ist mir egal, wenn jetzt eine Frau zuschaut oder wer da nicht meiner Meinung ist, ist mir komplett wurscht. Gleichberechtigung funktioniert nicht. Es muss immer jemand die Hosen anhaben, die Frau oder der Mann. Ich sage nicht, dass es unbedingt der Mann sein muss, aber es muss jemand im Haus die Hosen anhaben, sonst gibt es Chaos. Deswegen gibt es auch so viele Trennungen wie heutzutage. Ja, wie gesagt, ich kann das einfach nicht mehr nachvollziehen. Meine Frau weiß auch ganz genau, dass die Entscheidung zum Schluss ich fälle,
Aber wir reden über alles zusammen, wir diskutieren auch alles, aber irgendjemand muss das Schlusswort haben. Das ist einfach, das gibt's nicht. Im Geschäft, wenn du zwei Partner hast, einer muss das Sagen haben. Wenn beide das wird irgendwann schief gehen, da kann mir jeder erzählen, was er will. Das ist einfach, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Schauen wir weiter. Die wichtigsten Leute setzen sich zusammen. Der ganze Papierkram muss neu gemacht werden, weil da steht Bürgerin, Alter. Wenn ich sowas höre, krieg ich Plack an den Zähne. Und irgendwelche Leute schmeißen kleine Kinder vor der S-Bahn und kommen in UHAFD, werden in Haft. Was ist denn da für eine Strafe? Sag mal bitte. Was für eine Strafe ist gerecht? Erklär mal. Gar keine. Weg die Scheiße, Alter. Der ist psychisch krank. Was willst du damit? Nee, aber wie, du hast 1,11 Euro zu wenig am Finanzamt bezahlt. Das müsst ihr jetzt reinhören. Hört jetzt gut zu. Dank. Was willst du damit? Nee, aber wie, du hast 1,11 Euro zu wenig am Finanzamt bezahlt. Da kommen sie mit 11 Mann eingeflogen und Hubschrauber. Geben mir das ganze Dach vom Haus runter und springen mit 33 Mann rein. Und nehmen dich fest, weißt du? Ja, also. Ein paar kannst du 1,11 Euro auch nicht hinterlegen, weil dann denken, das ist Geldwäsche. Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Vor allem in Deutschland. Genau das ist es. Du hast in Deutschland, du bist ein Kinderschänder. Ich meine, schaut euch so ein paar Fälle an. Eigentlich darf man sich das nicht anschauen, weil man sich einfach nur noch aufregt. Da werden Menschen, gerade da wie diese Mordgeschichte oben, der Typ hat 10 Menschen getötet, die waren ihn an der Schliche nach dem zweiten Mord, die hatten ihn praktisch und die Staatsanwaltschaft hat einfach Nein gesagt. Wahrscheinlich hat der Staatsanwalt irgendeinen schlechten Tag gehabt oder was auch immer. Aber sobald du in Deutschland irgendwie was mit Geld oder so, da wird's aber, da bist du, weil da nimmst du dem Staat was weg. Das andere ist ja egal. Da passiert ja, da, was jetzt da auch die Migranten und so, wie gesagt, ich habe da auch, das werden wir auch in einem anderen Thema mal ansprechen, meine Meinung zu dieser ganzen Politik. Ich werde da auch voll offen sprechen, wirklich voll offen, das kann ich euch versprechen. Da wird es noch Videos geben, da wird es auch noch Meinungsverschiedenheiten geben. Ist mir aber komplett wurscht. Könnt ihr mir glauben. Heute ist ein Tag, Alter. Erstmal mich geärgert über den Baggerfahrer, jetzt nochmal im Ruhigen. Ja. Und dann noch dazu kommt, dass der Rundlauf kaputt gegangen ist und die mit dem Radlader gegengefahren. Davon auch mal eben 1.500 Euro Schaden. Und so ist der ganze Tag wieder nur für die Grütze, weißt du. Und ich habe auch keine Lust, manchmal musst du wie Kleinkinder hinter der Jungs her sein, weil die sonst nur 5 Quadratmeter Schotter abziehen und 4 Borde setzen. Das nervt so, weißt du. Und kann alles so einfach sein und so. Ja, naja. Ich fahre hier durch die Gegend, es ist 20 Uhr. Das Auto ist kaputt gegangen. Die stehen hier, die Kupplung ist runtergefallen, Kupplungsseil gerissen, keine Ahnung, bin kein Mechaniker. Wir stehen hier irgendwo. Jetzt muss ich da hinfahren, gucken, was die Ursache ist, ADAC anrufen. Das musst du dir mal vorstellen, der hat mehrere Bagger, Baustellen und dann fährt er, Mann, ist hier warm, die Klimaanlage läuft wie verrückt. Musst dir vorstellen, du fährst, eine Baustelle ist da, eine da, eine da. Wenn das hier bei mir in Sada wäre, dann bin ich in 5 Minuten bin ich überall irgendwie gefühlt. Aber er muss dauernd durch Staus und so sich quälen. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, boah, wie stressig das sein muss. Also da muss er sich irgendwie... Also Gio, wenn du das Video siehst, hol dir einen Hubschrauber an, das wird es nicht funktionieren. Abschleppen, Werkstatt. Es ist wieder 22 Uhr. Und dann rufe ich die Kunden noch an, was mit meinem Angebot ist, wo das dann bleibt, weil ich ja nichts zu tun habe. Ich sitze zu Hause, wichse mir ein und freue mich, wenn Leute anrufen, dass ich was zu tun habe. Und oh Mann. Mann. Naja. So, jetzt wollen wir mal suchen, wo er steht. Irgendwo hier beim Einkaufszentrum, Alter. Ich könnte schon wieder im Kreis kotzen, weißt du was? Also wer nie ein Video von Ihnen angeschaut hat, er hat irgendwie früher Videos gemacht als Comedian. Er hat seinen YouTube-Kanal schon sehr lange. Ich habe ein paar Videos von früher angeschaut, habe jetzt nicht geschafft, mehr mir anzuschauen. Der Typ ist genial. Er ist einfach ein Spaßvogel, deswegen kommt er auch vielleicht so ein bisschen unseriös rüber. Aber ihr dürft nicht vergessen, Grüße aus Singapur, ja natürlich. Grüße zurück nach Singapur. Also, ihr müsst euch das einfach mal geben, was der Mensch alles geschafft hat von YouTube-Kanal. Und auf einmal Bagger. Ich weiß, da werden jetzt viele schreiben, ja, wie sagt man das, Kredit oder Leasing oder so, ist doch egal, das muss ja jemand alles bezahlen und er macht es und wegen, er wird, wenn er pleite gehen sollte oder wenn Menschen wie ich pleite gehen sollte,
dann sind es meistens wirklich die Mitarbeiter. Wirklich, das ist so, das ist Fakt. Das ist Fakt, wenn ich jetzt kein Mensch wäre, der jetzt vor kurzem einfach in der Nacht in die Bäckerei gegangen ist, gearbeitet hat, mein Geschäftspartner hat sogar eine ganze Woche durchgearbeitet in der Bäckerei, dann wäre die Firma zu. Weil wenn du jetzt einmal, einen Tag den Kunden sagst, hey, mein Bäcker ist weg, ich kann dir keine Brötchen machen, dann vielleicht einen Tag akzeptiert er, zweiten nicht mehr, dritten sowieso nicht mehr. Und dann bist du weg, dann bist du zu. Ich habe die Fresse gerade schon wieder so voll, ich könnte schon wieder explodieren, Alter, weißt du das? Mir gibt die Straße zweimal. Ja, und jetzt stehe ich hier natürlich an der falschen Straße, habe gerade nochmal... Rektal, du Futzer, sind in der Straße, diese Schleife, du missgeficktes Scheißkind. Meine Fresse nochmal. Der hat so einen Knall, der Mensch, ich finde ihn einfach gut, ich habe keine Ahnung, ich finde ihn einfach perfekt. Wo soll ich hier über den Pennyparkplatz fahren oder was? Ey, das... Ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß alle raus, ich schwör's, ich fange irgendwo bei Rewe an der Kasse, Alter, lass mir einen Silberblick kloppen, Alter, und dann guck ich da ein bisschen in die Bananen und... Ey, das, hört euch das bitte an, aber ich habe wirklich, ich weiß, ihr glaubt es jetzt nicht, nein, meine Burgerbrötchen gibt es noch nicht in Deutschland. Ich schaff's momentan mit der Kapazität, die ich hier habe, schaffe ich gerade so Kroatien. Also da, ich muss meine neue Halle machen, neue Maschinen kaufen. Das ist eine Investition von weit über 1 Million. Und ja, aber jetzt zieht euch mal das rein. An der Kasse, Alter, lass mir ein Silber. Ich schmeiß alle raus, ich schwör's, ich fang irgendwo bei Rewe an der Kasse, Alter, lass mir einen Silberblick kloppen, Alter, und dann guck ich da ein bisschen in die Bananen und zieh irgendwas über die Kasse und geh nach Hause und hab am Monatsende 1500 netto und dann sollen sie mich alle am Arsch lecken. Ja. Das ist alles nicht mehr normal, ey, ehrlich jetzt. Jetzt guck ich, jetzt bin ich 40 Minuten von den anderen Zielen entfernt, Alter. Das ist echt nicht mehr normal, ey. 40 Minuten, das ist jetzt 20.10 Uhr. Nochmal 14 Minuten, das ist 20.15 Uhr. Das ist genau das Thema. Oder warte, das sage ich euch zum Schluss. Zum Schluss. Wenn dein ADAC kommt, bis Mitternacht zu Hause, morgen um 4 geht der Wecker wieder, Alter. Wisst ihr, Leute, das sind wieder so Tage, wo ihr mich fragt, und wer ist das sauber? Das sind wieder so Tage, wo ich mich frage, warum ich mir das überhaupt antue. Warum mache ich das überhaupt? Warum? Wofür? Weißt du, stehst du da... Stellen das Auto hin, ist kaputt, steht zu, wie das da wegkommt, keine Ahnung. Wenn das nur andere wie scheiße das ist, die wollen Feierabend haben, wollen nach Hause. Was ist denn mit mir, Alter? Ich will auch mal Feierabend haben, will auch mal zu Hause ankommen, oder was? Das ist alles nicht mehr normal. Das Einzige, was ich jetzt bei ihm nicht verstehe, ist, warum er die Kamera oder das Handy oder was auch immer in der Hand hält. Wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht über Verkehrssicherheit oder so. Mit Sicherheit ist es auch ablenkend. Aber ich meine, es gibt so Halterungen, ist doch viel einfacher, tust es fixieren, ist doch einfacher für dich. Also der ist ja schon lange bei YouTube, deswegen kann ich das ganz, nicht ganz nachvollziehen, aber gut. Normal, ehrlich, und da fragst du dich echt wofür. Und dann denken die Leute, dass du so einen Arsch voll Kohle verdienst, das ist nicht mal so. Ja. Schulden, ja, Schulden, was ohne Ende. Das genau das sagt er. Genau das sagt er. Genau, er redet mir komplett, ich muss die Klimaanlage, ich weiß gar nicht, wartet mal. Huh, ist warm. Das ist wirklich kein Spaß, ey. So eine Tage wie heute. An Tagen wie diesen, da müssen wir tätigen. Weißt du, ist nicht immer alles schön und gut, nicht immer alles witzig und toll. Es gibt auch mal so eine fucking Tage wie jetzt, wo du aber später in der Nacht unterwegs bist, ey. Andere bügeln ihre alte glatt im Bett, Alter. Du sitzt im Auto und reist wie ein Fernfahrer Kilometer ab, Alter. Das ist nicht normal. Der Wagen hier, guck mal, 11 Monate alt, 78.036 Kilometer. 78.000, 11 Monate. Das ist nicht normal, Alter. Das ist nicht normal. Schizophren ist das, ehrlich. So, Leute, 21 Uhr. Guck mal. Mich ärgert schon wieder, wie die Autos aussehen. Weißt du, das kann man von draußen. Gut, das sind Baustellenfahrzeuge, da kann man nichts für. Aber auch von drinnen, kann man das sehen? Ich glaube nicht, ne? Nix sauber gemacht, dreckig. Leute, Alter, wenn man Freitag einmal aussaugt. Ey, manchmal, wenn ich so einen LKW von mir sehe und die wissen nicht, dass ich komme. Ey. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Es gibt so eine Ansage im Montag, das schwöre ich euch, Alter. Die Autos nur noch auf dem Platz oder jeden Freitag sind die Picobello. Die gehen damit um wie die letzten Vollidioten, weißt du was? Das nervt. Wir sind jetzt in der Endphase, was das hier ist.
Ich weiß gar nicht, warum ich eben. Ich komme immer auf Zoom, da zoomt die Kamera. Guckt euch das mal an. Also er nimmt doch nicht mit dem Handy auf. Sieht sehr, sehr schön aus. Ja, Tommy, auch nochmal in dem Video, alles. Also ich kann genau nachvollziehen, was er jetzt macht. Er kommt abends, wenn schon eigentlich alle weg sind oder fast alle weg sind, und schaut sich das in Ruhe an, weil das bringt dich so ein bisschen wieder. Ich fahre auch oft zu meiner Firma abends und laufe einfach mal so durch die Firma oder wo ich da das Video gemacht habe über meinen Fleischgroßhandel. War einfach ein Tag. Ich habe mich einfach ins Auto gesetzt, bin hochgefahren und bin einfach durch die Firma gelaufen. Einfach ein bisschen geschaut, was los ist bei den LKWs. Geht es leider nicht, weil die sind immer auf Achse, aber... Gute in der neuen Firma, ich hoffe, das gefällt dir, da macht dir Spaß und du hast da Erfolg. Schade, dass du unser Team verlassen hast. Hier. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen Dank an Gio. Ich hoffe, der sperrt mir nicht irgendwie das Video. Wie gesagt, ich kann komplett wirklich nachvollziehen, was bei ihm da Sache ist und was bei ihm los ist. Ich kann es komplett 100% nachvollziehen, einfach was bei ihm passiert. Und es regt einfach wahnsinnig auf. Das war's. Ich werde jetzt mal schauen. Ich werde wahrscheinlich diesen Livestream löschen, glaube ich. Und dann werde ich da dieses Reaction-Video von Gio werde ich dann wahrscheinlich hochladen irgendwie. Also wie gesagt, ich spiele da ein bisschen rum. Es ist alles so ein bisschen Test, Probe, hin und her. Ich schaue mir, wie gesagt, gerne Videos an. Ich schreibe dann auch, ihr seht es, ich sehe es ja auch, keine Ahnung, JP Performance, das sind so Monte, schaue ich mir gerne an. Zum Beispiel früher dachte ich immer, oh je, Alter, da dieses ganze Digger und dieses Gelaber, da denkst du, hey, was ist denn los mit den Menschen? Wie reden die Jugend heute? Daniel, wann der nächste Livestream kommt, ich weiß es noch nicht. Es wird irgendwie mal wahrscheinlich so Mitte, Ende Oktober wird es anfangen und dann werde ich versuchen, jeden Sonntag das zu machen. Ich weiß, dass viele sonntags mit der Familie unterwegs sind, aber ich kann ja nicht sagen, ich mache das jeden Mittwoch. Ich weiß nicht, wo ich mittwochs bin. Ich bin ja oft auch übers Wochenende fliege ich weg. Es wird bei mir definitiv kompliziert sein, aber irgendwie kriegen wir schon hin.